Oh. Wasser, Wasser, Wasser. Ich bin raus. Wow, geil! Das war jetzt nice. Das war jetzt richtig nice. Skyworlds? Ist das nicht in Sonic Heroes? Es gibt auch irgendwie so eine Art Skyworlds. Nee, Raid Canyon war das, was ich denke. Kann sein. Egal, ich hol mir jetzt erstmal eiskalt den nächsten Stern. Und dann bist du auch bei Boo und. Hm? Also ja, tja. Ja. Mal schauen, wo ist der. Verarschen? Alter, besser geht's doch nicht. Hättest du nur mal den Warp-Block genommen. Verarschen. Hörst du meine Freude? Du kannst dich nur freuen. In Mario Party 8 gab es wenigstens unterschiedliche Töne. Ja, irgendwie diese. In Mario Golf konnte man auch die Gegner voll verarschen am Gamecube. Ja, irgendwann haben dich auch so kleine Textmessages so verarscht. Und dann kam der Buu. Ja. Are you even there anymore? Oh, geil! Denkt ihr das jetzt eigentlich was? Schlecht ist es jetzt nicht, weil komme ich mehr um die Welt rum. Vielleicht spawnt der Stern gleich eiskalt hinter dir. Boah, ey. Aber es wäre eigentlich schlimmer, wenn du dann an diesem Feld vorher vorbeigewatschelt bist. Yo, das gefällt mir. Das gefällt mir. Dann hat er einen noch weiteren Weg. Wenn du nur mein Pedo-Face sehen könntest. Ja, lächeln. 35 Münzen sind schon drin, Alter. Wer auf der Bank landet, ne? Cake Factory. Wer ist mit wem? Ich glaube, wir immer wieder mit Cops, oder? Ja, klar. Ich bin Expensen. Wario. Wario. Also, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Wario göttliche Kuchen backen könnte. Ja, das vielleicht. Oh Gott. Alter. Erdbeere. Jetzt nimm doch ernsthaft Expans. Alter. Oh lol. Geil. Oder, oh mein Gott. Ja, Wario. Bleib was, ein bisschen Wario? Locker. Vor allem diese übelst lange Greifanimation. Ja, wirklich. Schon wieder nichts. Oh Gott. Fuck. Ich hätte noch nur den Jean raushauen können. Fuck. Ja. Alter, weißt du was? Wir haben jetzt, glaube ich, das gleiche Ergebnis wieder getauscht gehabt, oder? Ja. Oben ist nur, ja. Oben hat verloren und unten gewinnt. Wie beim letzten Mal. Hm. Ich lande nicht auf dem Bowser. Scheiße, ich dachte, du merkst es nicht. Eiskalt. Ich bin böse, ich bin so böse. Halt wie in Mario Party 1. Wenn du irgendwo landest, dann gibt's Beef. Aber wie in Mario Party 1. Du hast so, oh, ich kann Stern stellen. Und ich so, scheiße. Ich dachte, du merkst es nicht. Ja, nee, war aber dann habe ich nochmal Münzen gestohlen, obwohl ich hätte Stern stehlen können. Nee. Oder? Nee. Oh, ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern. Nee, irgendwann wolltest du mir mal Münzen stehlen und hast mir nur eine Münze gestohlen. Ja. So, aber auch mal mit Wario. Ah, Pech gehabt. Das war jetzt unfair. Das ist scheiße. Jetzt so mit, jede Zahl, die dann nicht über 10 ist, ist einfach nur scheiße. Das ist einfach eine Verschwendung vom Item irgendwie. Open. Close. Wie ich halt einfach noch immer in die andere Richtung gehen kann. Ja, so wie sonst. Wow! Ey, dann könnte ich mir theoretisch gleich noch einfach den nächsten Stern krallen, wenn ich dann die Münzen bekomme. Theoretisch. Du hast den eh in der Tasche. Nee. Aber du kannst dir schon mal keinen Stern mehr stehlen. Tja. Wenn du, wenn ich hier verliere. Hm. Grab back. It's a mushroom grab back. Grab opponent's bags. Oh, ja. Ich würde eigentlich sagen... Oh Gott. Kann man auch springen? Jo, geil.
Oh, ich habe den goldenen, geil. Der goldene gibt, glaube ich, 3 Punkte. Alter. Oh, ich habe überhaupt nichts. Na doch, du hast von Natur aus irgendwas im Bag. Ja, aber... Und Alter, schau mal, wie scheiß groß dein Bag ist, ey. Da ist was drin. Ich hoffe nur, dass ich... Wie scheiß groß. Ich hab gar nichts. Scheiße, Mann, ich hab den Goldpilz! Gar nichts. Bei mir war jetzt absolut gar nichts gerade. Niemand hat mich erwischt. Ich hab nichts geklaut. Wäre ich jetzt von Natur aus, aber... Ah, oh, Mist. Nee, Wario. Wenigstens bin ich Zweiter. Hätte ich nur einmal was geklaut. Ja, jetzt hast du auch wieder genug, um Stern zu stehlen, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht eigentlich. Du hattest gerade 36, jetzt musst du 48 haben, oder? 44. Ne, 44. Da kommst du auch mit einem blauen Fell, das kriegst du jetzt nicht gedeiht. Minispiel, ich sag nur Minispiel. Ja, ach ja, Minispiel, vergessen. Also, du verkackst das gleich. Oder aber, ich kann sie irgendwie noch herauszögern dann. Ja. Skeleton-Key. Einfach alle ihren Zaster dann dafür ausgeben, dann ist hinterher eigentlich doch keine Chance haben, an den Stern zu kommen. Tja. Ganz ehrlich. Skeletor. Naja, who cares? Ein Münzschammelspiel. Okay, da kann ich dich von nichts abhalten. Den Stern, den ich geklaut habe, der ist schon wieder weg. Egal, wenn ich dafür den Stern hinterher kriege, dann, ja. Wozu war jetzt eigentlich A gut? Okay, repeatedly kann man hochgehen. Geil. Von mir aus. Ja, geil, ich krieg natürlich nichts. Ui. Ey. Spike. Wäre mal nett, wenn man mir irgendwie Münzen gibt, danke. Ja. Ich brauche ja eigentlich nur genug, um mir einen Stern leisten, Stern klauen zu können. Ja, das ist dann hinterher von mir. Das ist jetzt eigentlich mein Ziel nur. Ja, dass du von mir den Stern zurückklauen kannst. Ja. Und, Herr Fuck! Doch, du hast genug. Ja, auf jeden. Ja. Solange du mir da nicht die Münzen klaust, ist eigentlich alles d'accord. Ich meine, Münzen will ich das sowieso nicht klauen, da habe ich eh keinen Bock drauf. Ja, ich will jetzt einfach nur. Ja, die Zahl ist hoch genug, kannst mir ruhig klauen, mir ist eigentlich scheißegal. Weil. Ach nee, vergessen. Ich habe nicht genug. Das war jetzt scheiße. Dann. Wenn du jetzt Stern klaust, damit schießt du dir jetzt eigentlich. Jawohl. Also schießt und gleichgültig jetzt ins Bein. Du könntest weitergehen und den Stern kaufen. Dann hast du immer noch genug Münzen für einen weiteren Stern. Oder du klaust ihn jetzt mir und baust eigentlich fast wieder einen Gleichstand auf. Ja, okay. Donkey Kong? Ja, warte mal, du stiehlst. Ach so, du stiehlst jetzt. Münzen. Oh, das ist auch eine ordentliche Menge. Dann hast du jetzt eigentlich für den nächsten Buch so an sich wieder genug Münzen. Dann kannst du. Hast du wieder die Chance, deinen Münzstern dir vielleicht zu sichern? Genau. Dann bin ich zwar vielleicht noch Erster, aber auch nicht mehr lang. Ich meine, den Ereignisstern habe ich aber. Ah, den teile ich mir jetzt im Moment mit Wario. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig im Moment. Alter. Der ist weit weg. Jo. Ey, irgendwann will ich aber mal auf der Bank landen. Die Bank, die ist heftig. Ja, ich wette, da ist jetzt so richtig viel drauf. Irgendwie 40 oder so schon. Mindestens. Jo. Also, sind schon einige vorbeigerannt. Willkommen daheim. Oh ja. Und du, deine Begrüßung ist sofort auf rotes Feld. Ja. Tolle Begrüßung. Ja. Aber wenn ich jetzt vielleicht mit dem Hai. Ja, jetzt sind 40 drauf. Ja, stimmt, der Hai. Ja, das ist ja eigentlich meine Hoffnung. Darauf hoffe ich eigentlich. Ja. Warum, Wario? Warum? Tja, er denkt sich vielleicht noch für später. Oder er will unbedingt Münzen verlieren. Ja, klar. Steal Coins natürlich von mir. Weil du einfach. Ich frage mich jetzt einfach. Ja, aber was bringt denn das? Von dir hätte er jetzt eigentlich die Möglichkeit, vielleicht sogar 24 zu klauen, wie du es bei Wario geschafft hast. Drück weg. Du musst A drücken. Sonst stiehlt er dir mehr.
Was? Oh, alles. Der ganze Zaster ist weg. Ja. Hättest du repeatedly A gedrückt, wäre das nicht geschehen. Ja, habe ich jetzt nicht gepeilt. Hm. Ja, drauf geschissen. Oh, wenn er sich jetzt die Lampe holt. Ich glaube, das Einzige, was ich noch nicht erklärt habe, diese Glocke, da kann man sich Buh hervorbeschwören. Also Instant Buh halt. Dann kann man eigentlich immer einen Stern stehen, wenn man will, so ziemlich. Genau. Ich habe meine Augen jetzt im Moment auf die Lampe gerichtet. Ich glaube, darauf hat die Expansion auch irgendwie abgesehen. Ja, ist jetzt unten Mitte. Er geht nach oben, da ist die Lampe schon mal nicht. Doch, oh! Ah, ich war auf die Bowser-Maske. Ah. Echt? Aber ich glaube, Donkey Kongs KI ist auch auf Bowser-Maske ausgelegt, soweit ich weiß eigentlich. Echt? Soweit ich weiß. Mario ist auf Pilze. Nee, aber Mario ist auf Pilze, Peach ist auf dem Duellhandschuh, Luigi auf den Schlüssel, Pferd, glaube ich, auf dem Warp-Block, Wario vielleicht auf die Bowser-Bombe, soweit ich weiß. Würde es Sinn für ihn ergeben? Ja. Ja, einfach nur Instrument spielen. Instrument. Hey. Ich weiß gar nicht mal, so was eigentlich ist das Instrument. Ja. Okay, Dirigenten-Toad. Alternate Costume für Project N confirmed. Hm. Das verkrüppelt anhört. Aber wunderschön dafür. Aber ich glaube, ihr habt bis jetzt am meisten auf die Fresse bekommen, ich oder? Ich weiß nicht. Du hast gar nicht drauf geachtet. Bin ich gespannt, finde ich. Ich auch. Zeig ich mal her. Oh! Oh! Na, ja, okay. Tja, ein Affe kann anscheinend sehr gut spielen. Ja, ey. Ja gut, er kann trommeln, das ist das, ja. Ich wollte schon sagen, seine Notenkenntnisse sind expandiert. Genau. Hm? Ah, schade. Nix Bank für dich, Alter. 45 Münzen sind da drauf. Ist eiskalt. Oh! Oh. Du musst nie mal was zahlen. Oh! Hey, das ist geil. Oh, irgendwie okay, schon. Einfach noch den Bowser entflohen, weil ich dachte jetzt irgendwie kurz, ich lande auf dem Bowserfeld, aber dann auf dem Hai. Hm. Das war echt. Noch ein Alter. Sozusagen Glück im Unglück. Hm. Ich weiß, was ich will. Schatztor? Oder. Guck mal, wir machen jetzt auf Schatztor. Ich weiß nicht, wie Pika tickt. Oder er will den Baby-Bowser haben, ne? Warte mal, wie lenke ich dich jetzt ab? Tomaten wäre Spargel! Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich. Baby-Bell. Scheiße, Baby-Bell. Baby-Bowser-Bell. Okay. Was wolltest du jetzt haben? Ja, genau das. Okay. Das ist nämlich eine Stehltruhe. Damit kann man aus dem Inventar eines anderen stehlen. Ah, okay. Hat denn irgendwie ein Item? Ach ja, Bowser, sag ich. Expansion, ja. Hat die Wunderlampe. Außer setzt sie jetzt ein. Oder ich heb's mir für später auf. Das ist natürlich auch was. Falls hätte ich jetzt gewundert, hätte die jetzt nicht eingesetzt. Ja. Ne? Ich habe jetzt seine Münzzahl auch vergessen. Ich dachte, der hat irgendwie 18 oder so was. Jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass. Habst du das Gefühl, der Sternkopf ist wieder zurück zum Anfang, so dass du jetzt wirklich. Mushroom Kadaver! Boah, innovativ. Oh ja. Innovativ. Weil, wo will jetzt bitte noch ein Stern erscheinen? Ich weiß nicht. Auf der Brücke ja nicht. Mhm. Also, der kommt zurück zum Anfang? Nee. Ach nee, da. Dorthin. Okay. Da war er noch nicht. Bist auf dem Weg. Mann, ich bin so oft auf Sternesweg. Ja, echt. Krass. Ja, okay, wenn das Spiel es so will. Ich meine, diesmal ist es auch nicht so ganz so kriminell mit den Münzen wie jetzt zum Beispiel Mario Party 1. Da war es mit den Münzen echt teilweise. Oh, war das krass da. Oh ja. Bombs away. Oh Mann.
Oh ja, das ist das. Machst du gar nichts? Doch, ich mach, glaube ich, was, weil da fliegt man sonst runter, wenn man nichts macht. Ach echt? Aber ich glaube, die letzten 5 oder 10 Sekunden werden heftig. Und episch. Wow, ah. Oh mein Gott. Well. Wasser, 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 ich bin raus. Wow, geil! Das war jetzt nice, das war jetzt richtig nice. Boah, ich dachte für einen Moment, ey, echt, jetzt fliegt jeder runter. Doch in Wahrheit waren sie alle, nur du nicht. Hm. Okay, ich verliere Runden? Keine... Turn 15, ha? Huh? Okay. Endlich habe ich auch mal ein Item! Hm. Wow. Och, was will ich mir denn holen? Ich weiß gar nicht, was ich mir eigentlich... Auf was ich fixieren soll. Hm. Ja, einfach mal die Barrel Roll. Du Barrel Roll. Ja. Günther! Ja, ich hab's aus den Augen verloren, toll. Olaf. Olaf. Max. Rüdiger? Kevin? Reinhard? Silber. Heinegard? Battlefield? Master Miyagi. Master Chief! Master Chief. Master Chief hat mich gerettet. Hey, willst du mir etwa meine Truhe klauen? Ja! Ey, weißt du was? Klau mir mit der Truhe jetzt meine Truhe. Mach das, komm! Bin ich meine Truhe los, ist positiv. Ich will eine Truhe haben. Meine Scheiße, gib mir eine Truhe. Ey, daher heißt es, man kann keine Truhen klauen. Ne, Truhen kann man schon klauen, aber ein Skelettschlüssel ist nicht schlecht. Kann man mal machen. Ja, okay. Ich hab meine Truhe auf jeden Fall noch. Das wäre so geil, hättest du einfach meine Truhe geklaut. Für dich wäre kein Gewinn rausgesprungen, aber für mich Verlust. Ja. Oh. Tschüss, Silivario. Er hat den eigenen Stern. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss auch mal wieder von der Brücke gebombt werden. So ein Mist. Natürlich übertöne ich's. Hm. Aber egal, man konnte es noch hören. Hm. Und ja, alles, was im Spiel drin ist, das ist drin. Das ist einfach drin, das ist so. Hm. Bobsled Run. Warum auch nicht? Hey, wir sind zusammen, geil. Oh. Okay, am Anfang gleich Armeschen. Ja, das kenne ich aus Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Ach, und es gibt ein Improvement. Der Pinguin hat jetzt ein Arschloch. Ui! Oh, wir haben A nicht schnell genug gemasht. Aber wir könnten die beiden Fettsäcke überholen. Ja, würden wir an die Wand kommen. Ey, immer gegen die Kurve lenken, klar. Nee, komm. Nicht den Anus penetrieren. Nein! Vielleicht fallen die ja noch runter. Vielleicht. Währenddessen können wir auf den schönen Arsch eines Pinguins starren. So echt. Daraus könnte man so eine Maricadrelli-Strecke machen. Boah, ich würde mir mal so ein Mario Kart freuen, was mehr Rallye-Strecken hat. Hm. Alter, die lassen sich jetzt voll Zeit. Ja, mega, guck dir das an. Ja. Bitte flieg runter, bitte. Ach nee. Tun die nicht, die sind viel zu langsam. Oh Mann. Das ist jetzt nervig, Alter. Ja. So kannst du da nicht einfach heißen, so, ihr habt jetzt gewonnen von mir aus. Ja. Die haben nicht mal den Speed genommen, ey. Die sind so hart von der Vorsicht. Die wollen uns jetzt einfach nur trollen. Ja, und jetzt haben die das Ziel. Ja. Ja, aber jetzt kann man bestimmt nicht mehr runterfallen. Nee. Alles meine Schuld. Und dann haben die dann noch einen Rekord. Wie? Ja. Also wirklich. Das war jetzt mega Troll von denen.